Und der nächste Redner ist Klaus Köchel, SPÖ-Abgeordneter. Die Eiersitzung haben wir schon gehabt beim letzten Mal. Es war auch sehr interessant und zu Ostern passt das, glaube ich, wieder ganz gut. Ich möchte aber zum Eingang meiner Rede an meinen Kollegen Peter Weidinger, was den Konsumentenausschuss betrifft, Folgendes sagen. Es ist richtig, was der amerikanische Präsident da mitgemacht hat, dass das ein Fake ist. Aber hätte der Rede jetzt nicht live gehört, wäre deine Rede der größte Fake gewesen. Weil zu behaupten, dass die ÖVP im Konsumentenschutz so viel weitergebracht hat, wo das genau der Ausschuss ist, wo ihr 95% der SPÖ-Anträge immer wieder ablehnt und immer wieder vertragt, das ist ja eigentlich wirklich das Schlimmste, was ihr da machen könnt. Und gerade der Konsumentenschutz ist für die ÖVP ja wirklich ein Dorn im Auge. Den möchtet ihr ja eigentlich wirklich nicht haben, weil jetzt bei diesem Antrag, der heute ist, so ist ja auch die Bundesregierung, die das normal machen könnt, aber damit ihr wenigstens einen Antrag einbringt, geht ihr her und fordert das jetzt von eurer Regierung, vom Finanzministerium und vom Konsumentenschutzminister, dass man diesen Antrag macht. Und grundsätzlich ist er ja richtig, aber ich habe es da meines Erachtens trotzdem etwas verabsäumt, denn werden die Universitäten, wo Forschung und dergleichen stattfindet, mit besser Geld ausgestattet, dann hätten sie schon längst dahingehend forschen können und wären da sicherlich schon einen Schritt weiter. Und ihr braucht das jetzt nicht, ein Geld vom Finanzminister holen, damit der Herr Minister da eine Studie beauftragen kann. Weil ich glaube, die Studien könnten die Universitäten viel besser erforschen. Oder geht es eigentlich wieder darum, dass irgendwelche Firmen, und da werden wir genau hinschauen, welche Firmen ihr beauftragen werdet, das zu machen, sind die vielleicht wieder doch ÖVP-lastig. Ich glaube, dass genau in diese Richtung das Ganze bei euch geht. Und deshalb denke ich mir, dass wir diesen Antrag zustimmen können. Aber wir werden genau achten, welche Firmen ihr diesbezüglich braucht. Und für mich ist halt das eine dringende Warnung, wenn tausende Experten sagen, und unter anderem ist doch aus der Tesla-Chef und der Apple-Chef, sagen, dass das ganz was Gefährliches ist und dass man das aussetzen sollte. Deshalb glaube ich, ist diese Studie schon wichtig. Auf die Universitäten könnte man das auch machen, stottert unsere Universitäten mit anständigem Geld aus. Danke. Zu Wort gemeldet ist. Man müsse die Universitäten besser mit Geld ausstatten, fordert Klaus Köchel von der SPÖ.